Mein Name ist Ernst Hannawald, ich lebe und wohne in dem wunderschönen München in Bayern und ich habe mein zweites Buch geschrieben, Von der Sehnsucht nach Frieden und Liebe, was erscheint im Giga Verlag in der Schweiz. Und diese Geschichte von der Sehnsucht nach Frieden und Liebe ist eine Erzählung und möchte all jenen Menschen, die an die Kräfte der Liebe glauben, sie möchte diesen Menschen Hoffnung geben, die sich stets bemühen, für andere Menschen da zu sein und die dann oftmals traurig und verzweifelt sind in diesen ihren Versuchen, für andere Menschen da zu sein, weil sie zu wenig Anerkennung und Aufmerksamkeit hier vielleicht auch bekommen und erfahren. Dieses Buch möchte Hoffnung geben und Glück vermitteln und Freude und ist die Geschichte von Leinhard und Maria Elisabeth, einem lieben Paar, die auf der Suche sind nach innerer Geborgenheit und nach Frieden. Und auf dieser ihrer Wanderung erleben sie unendlich viele abenteuerliche Begebenheiten, von angefangen hier in Deutschland bis runter nach Indien, an den Ganges in Varanasi und wieder zurück. Und was mich veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben, waren diese Ereignisse vor vielen Jahren zu dieser Geschichte 9/11, die einfach so unsäglich viel Brutalität und Grausamkeit in sich geborgen hat und übermittelte an uns Menschen, dass ich aus dieser Situation heraus selber in meiner eigenen Verzweiflung nicht wusste, wie damit umzugehen, wie das für mich zu verarbeiten, und habe dann in vielerlei Nächten und verschiedenster Träume und Traumvisionen, die ich hatte, diese Idee oder fast schon diese Vision bekommen, dieses Buch zu schreiben, was den Menschen Frieden und Hoffnung geben soll.